Hey Leute, hier ist der Space Surfer. Check it out. Ich wünsche euch jetzt hier viel Spaß mit meiner Live-Musikproduktion. Zieht euch rein, bis gleich dann, ne? Hey Leute, hier ist mal wieder der Space Surfer. So Leute, ich mache jetzt nochmal für euch eine komplette neue Live Music Production. Also ich produziere jetzt nochmal einen komplett neuen Song für euch. Wird alles ganz chillig. So, aber als erstes erstmal herzlich willkommen hier auf meiner Webseite, ne? Erstmal viel Spaß mit meinem Music Player, mit meinen 20 Songs. So. Und zusätzlich produziere ich jetzt nochmal einen schönen Song. Aber ich werde das jetzt alles noch ein bisschen auf Supertalent zuschneiden. Das muss alles noch ein bisschen lustiger werden, sag ich mal. Lustig! Was sagt denn zu meinen schönen Haaren? Geil, oder? Ich habe ja schon mehrere Live-Music-Productions gemacht. Also ich habe schon mehrere Songs live produziert. Aber ich mache nochmal eine neue, echt ganz gemütlich. Ich habe auch wirklich viel Zeit. Produzieren wir nochmal einen geilen Song hier, echt. Also alles, was ihr bei mir auf der Webseite findet, alle 20 Songs, habe ich wirklich selber komplett selbst produziert. Alle selbst komponiert, meine eigenen Beats, meine eigenen Melodien. Richtig komplette Songs mit meiner Stimme, mit geilen Voices. Also mit richtig eigenen Versen und so. Lass ich mir dann doch wieder einen Songtext dazu einfallen und so. Krieg dann richtig einen Namen, der Song und alles. Zum Schluss mache ich dann noch eine schöne Live-Performance hier. Mit richtig geiler Beleuchtung, mit LEDs und Disco-Lichter und so. Haha. Es wird lustig, echt. Lustig! Weil das Lustige ist, ich war nämlich jetzt schon beim Supertalent dieses Jahr, ne? Beim Casting und zwar war ich am 13. Mai in Leipzig im Penta Hotel. War lustig, echt. Lief alles eigentlich super. Ich habe erst The Magic Game of Life gespielt bei der ersten Jury. Und dann bin ich eine Runde weitergekommen. Da war ich dann bei der zweiten Jury. Da war dann, also da hatten die dann schon eine richtig fette Kamera und auch richtig fette Lautsprecher. Alles mit Mikrofonen und so. Also es war schon geil und war richtig geiler Sound letztendlich. Lost in Time halt. Bloß wie es weitergeht, weiß ich noch nicht. So. Also es ist jetzt gerade Ende Mai. Und das wird sich jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten dann entscheiden, ob ich dann weiter bin oder ob es halt nicht geklappt hat, müssen wir sehen. Ich werde auf jeden Fall nicht aufgeben, ne? Wenn es jetzt mit einem Supertalent nicht klappen sollte, kann ich auch mal bei The Voice vorbeischauen. Bei DSDS kann ich nicht vorbeischauen, das weiß ich. Da ist die oberste Altersgrenze 30. Ich bin ja mittlerweile 32. Ich denke mal, da würden die mich sowieso nicht einladen zum Casting. Und ja, es gibt ja verschiedene Casting-Shows, ne? Talent-Shows. The Voice finde ich richtig cool. Es wird auch gut passen, ne? Ich arbeite ja viel mit Techno-Voices und so, ne? So Leute, dann lasst uns einfach mal beginnen, würde ich mal sagen, ne? So, erstmal Kopfhörer aufsetzen. Dann geht's los. So. So Leute, Aufnahme läuft. So, was ihr seht, ist mein Musikprogramm. Ich arbeite mit Fruity Loops Studio 9. Und wir produzieren jetzt hier einen richtig geilen Techno-Song. Wird geil, echt.
So weit komme ich heute auf jeden Fall nicht mehr. Es geht dann morgen weiter. Aber als erstes werde ich heute noch mir eine Bassline raussuchen, eine Bassdrum, und dann produziere ich gleich mal noch eine Melodie. So. Und alles andere geht dann morgen weiter. So, als erstes muss ich erstmal hier meine Geschwindigkeit einstellen. Ich arbeite immer mit 143 Beats per Minute. Das geht da richtig vorwärts. Also, wenn man das dann auf wirklich großen Lautsprechern hört, so auf einer Party mit so richtigen Party-Lautsprechern, es klingt richtig geil, da rockt jeder Song. Also, ich habe meine Musik auch schon live gespielt bei uns hier in einem großen Club. Vom Allerfeinsten, echt. War geile Stimmung, die Mucke geht richtig vorwärts, richtig geile Party-Stimmung, meine Mucke, echt. Richtig fetter Sound, da klingt jeder Song richtig geil, echt. Haha. So, jetzt muss ich hier, also das hier ist mein Step-Sequencer, ne? Hier produziere ich meine Beats, so. Der ist jetzt auf einen Takt eingestellt, den werde ich jetzt erstmal auf zwei Takte einstellen. So. So, wie gesagt, ich fange mal an mit einer Bassline. So, ich habe jetzt hier verschiedene Soundordner. Eigentlich eingeteilt so. Was sage ich bei Remix-Vorlagen? Nichts drin. Ja, ich hatte auch mal ein paar Remixes gemacht. Aber das hier ist alles Original. Original ist das. Aus Deutschland. Alles originale Musik vom Space Surfer. Nix mit Remixes. Alles original ist das. Von mir. Also, ich habe drei Ordner: FX Sounds, Future FX Sounds, dann Sound Collections, meinen Drums. Bei Vocals habe ich einen Haufen Voices. Aber wie gesagt, ich habe hier alles selber aufgenommen. Hier neue Aufnahmen von meinen älteren Songs. Alles ersetzt durch meine eigene Stimme. Hier Fashion of Future, Lost in Time. Riesenordner mit geilen Voices und so. So, wir fangen jetzt aber an mit einer Bassline. Muss ich jetzt einen fetten Beat erstmal raussuchen. Ich nehme ja wieder Schleiß, Producer Kits. Das sind alles riesen Soundordner mit hier. Allein schon nur dieser Unterordner hier hat hier schon 250 Basslines. Ah, nehme ich mal diese hier. Haha. Ey, da braucht er wirklich ein paar ordentliche Kopfhörer oder richtig fette Lautsprecher, sonst nehmt ihr die Akustik einfach nicht wahr. Ey, wirklich, ich schwör's euch, auf richtig fetten Lautsprechern hast du eine ganz andere Akustik, da hast du ein ganz anderes Volumen. Da kommt erstmal der Sound, erstmal die Akustik, erstmal richtig rüber, ne? Da wirkt die Musik erstmal richtig. Und das ist nur geile Mucke hier, echt. Also, ich habe nur geile Tracks. Ha, es könnte echt ein geiles Album werden, echt. Also, wenn ich jetzt das Supertalent gewinnen sollte, ne? Dann könnte ich dann wirklich ein geiles Album produzieren lassen von mir, richtig mit High-End-Qualität, alles nochmal. Nochmal alles in einem teuren Studio, ein bisschen nachvertont. Nochmal neues Cover und so. Vielleicht eine schöne Live. Ich könnte sogar, also was richtig geil wäre, eine richtig geile Live-Music-Production, so in einer richtig fetten Location. Vielleicht in einer Penthouse oder eine Loft oder so. Oder in einer Villa oder so. Ha! Das wäre geil, echt.
Moneymaker-Style. So. So, das ist erstmal eine Bassline. So, und jetzt kommen wir zur Melodie. Da habe ich hier meinen Silent Lenner Digital. Das ist ein Software-Synthesizer. Und ich habe von diesem Synthesizer halt noch eine Erweiterung. Da gibt es so private Leute, die produzieren für dieses Gerät massig Soundbanken und andere Designs und so. Das ist auch halt auch ein bisschen anderes Design in Schwarz-Blau von dem Producer Team Peace Out. Das ist halt so ein Team, die entwerfen direkt halt noch so Updates für dieses Gerät. Also ich habe ja 20.000 Klänge für dieses Gerät. So, ich lade jetzt mal eine Soundbank. Suche ich mir jetzt mal eine schöne Soundbank raus. Plugin, Lenner Digital, Silent. Ich habe hier verschiedene Soundbanken, mehrere hundert Soundbanken. Suche ich mir jetzt mal irgendwas raus. Psychedelic Goa Trance. Trance ist immer gut. So. Ha. Das ist eine Soundbank, da sind nur Kicks drin. Das gibt's ja gar nicht. Aha. Also dieser Synthesizer, ne, diese Soundbank, die sind wahnsinnig vielfältig, ne? Im Normalfall hast du hier Synthesizer-Klänge, aber es gibt halt auch Soundbanken so mit Drums und allem drum und dran. Mit FX-Sounds und so. Was da jetzt Psychedelic... Ach, hier steht's ja, Kick. Ja, Psychedelic Kick. So, jetzt habe ich eine andere Soundbank mit Bässen. BA sind Bässe, FX-Sounds, LED-Sounds, Pads, Sequenzen, Synthi, noch andere Synthi-Sounds. Fange ich mal mit so einem LED-Sound an. Nee, der Sound hat mir noch nicht so zugesagt. Klingt fesch. Wollen wir mal was draus machen? So. So, ich habe jetzt hier oben, ne? Habe ich jetzt hier noch einen anderen Step-Sequencer, den ich für meine Melodien benutze. So, da ist ja an der Seite so ein Keyboard, ein wahnsinnig großes Keyboard mit endlos vielen Tasten. C5 ist immer so die Mitte, also die mittlere Tonhöhe so, die Originaltonhöhe. Und ich bleibe jetzt hier zwischen C5 und C6. So, wie mache ich das jetzt? Ich muss sagen, also ich habe natürlich auch Notenhefte und so, aber ich arbeite schon lange nicht mehr mit Notenmustern, die ich dann verändere oder so. Ich mache das alles per Zufall. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wie bei so einem Lottoschein, wo du jetzt einfach wahllos hier ein paar Kreuze anklickst und da draus entfummelig, also danach, das bleibt natürlich nicht so, danach forme ich mir halt eine Melodie. Fange ich mal an. So. Die Sounds sind komisch irgendwie in dem. Also, die nehme ich mal hier runter. So, jetzt bringe ich die Noten mal schon mal ein bisschen in den Rhythmus rein. Jetzt hören wir uns das mal kurz an. Der Sound ist echt zu schräg. Ich brauche einen anderen Sound. Ich muss gleich wahrscheinlich die Soundbank wechseln. Ne,
Nee, die Soundbank fetzt nicht. Ich brauch geilere Sounds. Ach, schlecht waren die Sounds nicht, aber so von Anfang ist das nicht optimal. So, House Masters. Mal sehen, ob die funktioniert. Ja, hier ist ein LED drinne. Bässe, LEDs, Pads. Nehmen wir hier mal diesen LED-Sound. Ja, das gefällt mir schon besser. So, jetzt wenden wir uns mal den Noten zu. Ich überlege gerade, ob ich das so lasse. Nee, gefällt mir eigentlich gar nichts. Lösche ich nochmal. Und mache jetzt nochmal ein paar neue Noten. Also umso mehr du natürlich wahllos drauf losklickst, ne? Umso öfter du das machst, umso öfter hast du mal ein paar geile Notenkombinationen, wo du dann was Geiles draus machen kannst. So, mache ich das nochmal neu. Mal sehen, wie es klingt. Also hier hinten diese zwei letzten Noten, die fallen mir schon mal. Steven. So, mach hier nochmal ein paar neue. So. Ich muss sagen, die Tonhöhen klingen schon mal cool. Also in den Tonhöhen bleibe ich auf jeden Fall. So, ich finde, das klingt noch nicht mal so schlecht. So, der hintere Teil klingt schon mal nicht schlecht. Jo, klingt cool eigentlich. So, jetzt kopiere ich den hinteren Teil mal. Muss man sich halt Zeit lassen. Und das ist es auch. Zeit. Dieter, falls du zuguckst. Ich hoffe doch mal, dass du das mal reinziehst. Du musst mal dein Geld mal in Zeit investieren, Dieter. Weil du hast nämlich für nichts Zeit. Beim Musikproduzieren braucht man wirklich Zeit. Ich sag mal, wo Dieter seine eigene Musik damals rausgebracht hatte, mit Modern Talking, da habt ihr euch mehr Zeit genommen. Ja, das war sowieso was ganz anderes. Das war original, war das noch, Leute. Von Dieter. Das war original. Aber das könnt ihr nicht vergleichen mit meiner Produktion. Bei Dieter war das sowieso, ja, also richtig professionell, wenn man sich mal eine CD anguckt, ne, könnte davon ausgehen, dass da mehrere Firmen dran arbeiten, also dass da wirklich viele dran arbeiten. Es geht dann durch mehrere Hände durch und so, das war dann die CD von Modern Talking und so, das ist noch eine ganze Nummer viel professioneller. Da arbeiten dann noch mehr Leute dran und so, da macht nicht einer alles. Aber fand ich geil, ich finde die Mucke richtig geil. Ich kann das immer gar nicht verstehen, dass die Leute immer so, eigentlich so, das Modern Talking und so gar nicht so gut finden. Wie zum Beispiel K1. Ich hab sie geguckt, DSDS, K1 findet Modern Talking nicht cool.
Erzähl keinen Quatsch, K1. Das findest du 100% cool. Das findest du sowieso cool. Du traust dir es bloß nicht zuzugeben, weil du Angst hast, dass deine Fans dich nicht mehr leiden können. Ach, die spinnen alle, Dieter, echt. Die Mucke war noch richtig cool. Das war noch Original K1. Original deutsche Produktion, nix mit Remixes. Das war original, war das. Klingt schon mal cool, aber da muss ich noch was dran, muss ich noch mehr dran machen. Kommt, also, so, jetzt fange ich mal an, hier ein bisschen mehr Variation so reinzubringen, ne? Ich fange jetzt an, die Noten einfach zu verdrehen. Ich bleibe in den Tonhöhen, aber ich werde jetzt immer anfangen, die Noten zu verschieben. Ich könnte jetzt jede einzelne Note nochmal verschieben, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Dann zum Beispiel die Tonhöhe, ich probiere jetzt einfach mal die Tonhöhen durch. Ich könnte die jetzt hier runterziehen, in diese Tonhöhe, hier unten mal reinziehen. Alles mal ein bisschen verdrehen und so. Und noch ein paar andere. Also umso mehr Noten du hier einbaust, ne? Umso mehr Lücken du jetzt füllst mit Noten, umso schneller wird die Melodie. Die Melodie wird letztendlich auch aus verschiedenen Abschnitten bestehen, aus mehreren Abschnitten. Ein bisschen einen langsameren Abschnitt, einen schnellen Abschnitt, noch einen zweiten Hauptteil. Zum Schluss wird es ein bisschen ruhiger und so. Lasst mich mal machen. Es wird cool. Schon nicht schlecht, aber das reicht mir noch nicht. Die muss noch geiler werden. Na, das, die Melodie, das ist ja jetzt schon wieder so. Manchmal geht es schnell, aber ich merke schon, bei der Melodie wird es ein bisschen mehr Zeit brauchen, echt. Ich muss jetzt wahrscheinlich noch ein paar andere Klänge durchhören und so.
Melodie, echt. Hat doch wirklich alles mit deiner persönlichen Verfassung zu tun. Stress ist gar nicht gut, Dieter. Dann meine ich dich, Dieter. Stress ist überhaupt nicht gut. Es gibt doch Leute, die unter Stress gerade gut arbeiten, aber wenn ich eine Melodie produziere, da brauche ich Zeit. Stress geht gar nicht. Zeitstress, immer unter Zeitdruck und sowas. Ich würde gerne mal mit Dieter Bohlen echt mal was zusammen produzieren. Mit ein paar Sängerinnen. Vielleicht noch mit ein paar Rappern zusammen. Mit Anetta, mit K1 und so. Und mit Miezekatz. Die finde ich auch lustig. Der Miezekatz. Lustig! Oder mit irgendwelchen anderen Talenten, neuen Talenten. Ich würde auch gerne mal in einem Team zusammenarbeiten. Vielleicht mit ein paar richtig coolen Artisten oder so. Die ein paar coole Kunststücke oder ein paar geile Moves machen oder so auf der Bühne und so. So, das speichere ich jetzt schon mal. Also, die Namen hier, die sind ziemlich wirre Namen, weil an der Stelle haben die Songs noch keine Namen. Nenne ich jetzt mal Live Music Production 2. So. So. So, das ist mein Synthesizer hier, ne? Und hat halt übelst viele Regler, meine ich, ne? Und ja, ist für euch jetzt bestimmt ein bisschen unübersichtlich, was mache ich da jetzt überhaupt? Hier unten die ganzen Regler, die lasse ich einfach mal weg. Also müsst ihr euch vorstellen, dieser Synthesizer hat eine Original-Soundbank und jeder Sound reagiert eigentlich auf andere Regler. Diese ganzen Regler hier unten brauche ich eigentlich nicht, weil die haben nicht viel Wirkung. Gibt auch teilweise Regler, die so ein bisschen Attrappe sind und so. Ich beschäftige mich mehr hier mit dem oberen Bereich. Diesen Sound, den ihr gerade hört. Dieser Sound besteht eigentlich aus zwei Sounds. Das sind zwei Sounds, die hier einfach zusammen gemixt werden. Aber ich merke gerade, hier diese zweite Spur ist schon auf leise, das heißt, es ist nur eine Spur. Normalerweise hast du hier besteht ein Ton schon aus zwei Spuren. Ne, der besteht nur aus einem Ton. Und da kann ich hier oben noch zum Beispiel die Wellenform verändern, hier in der Mitte. Habe ich noch verschiedene Effektgeräte, kann ich einen Echo-Effekt einstellen, eine Reverb, Hall, Kompressor, die Stärke, den Druck, Equalizer, der Höhen, dann Filter, Distortion, so ein bisschen Verzerrung, Arpeggio, da kannst du hier noch den Rhythmus ein bisschen verändern, die Noten verändern. Schon mal cool, oder? So. Aber meine Musik, die besteht, also da besteht, ich habe nicht nur einen Synthesizer, ne? Müsst ihr euch vorstellen, als großen Synthesizer. Ich benutze circa so 10 verschiedene. Aufgeteilt für den ganzen Song. Im Normalfall habe ich so 4-5 verschiedene Synthesizer, 4 verschiedene Klänge, die dann so ineinander verschmelzen. Also ich kopiere mir jetzt diesen Synthesizer und suche mal noch einen passenden Sound dazu. Also müsst ihr euch so ein bisschen wie so ein Orchester-Sound vorstellen.
Orchestersound, hohe Töne, tiefe Töne. Also zwei, drei hohe Töne und zwei tiefe. Ein, zwei tiefe Töne. Richtig fetten Sub-Bass, einen etwas anderen tiefen Ton, dann ein bisschen einen höheren Ton und nachher noch einen ganz hohen Ton. Hinten raus kommen nachher so ultra hohe Klänge und so. Kommt nachher noch eine schöne, richtig schöne Songstruktur rein und alles. Aber ich suche jetzt mal schon mal noch so einen anderen Sound dazu. Nehme ich mal einen anderen LED-Sound. Der ist schon ein bisschen tiefer. Das ist jetzt ein etwas tieferer Sound. Wird schön verschmelzen. Da kommt dann ein bisschen mehr Fläche rein. Volumen. Schönes Volumen, wie so ein Orchester-Sound. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen einen tieferen Sound noch mit drin. Der hat so einen richtig schönen Synthi-Elektro-Sound. So. Den könnte ich jetzt vielleicht ein bisschen mit Verzerrung, könnte ich den jetzt ein bisschen bearbeiten. Klingt geil, der klingt schon perfekt, der Sound. Lass ich mal so, der ist perfekt. Oder klingt doch geil. Ja. So, ich würde sagen, jetzt werde ich erstmal so 4-5 verschiedene Abschnitte von der Melodie produzieren. Kopiere ich mir jetzt hier auf Abschnitt 2. Also hier oben habe ich Pattern, ne? Über 999 Pattern. Aber ich brauche im Normalfall bloß 10 verschiedene Abschnitte, die immer in der Schleife laufen. Also die Drums wiederholen sich jetzt nach 2 Takten. Die Melodie, die kann ich jetzt auch auf 10 Takte machen. Dann läuft die Melodie auf 10 Takten und der Beat wiederholt sich nach einem Takt. Aber so viele Takte brauche ich nicht. Jetzt erstmal nicht. Also Abschnitt, jetzt kopiere ich mir die Melodie. Jetzt produziere ich mal ein paar verschiedene Abschnitte für die Melodie. So, kopiere ich den jetzt mal auf Abschnitt 2. So, die Melodie läuft schon ziemlich schnell. Das sag mal, das ist jetzt der erste Hauptteil. Im zweiten Hauptteil wird die Melodie noch ein bisschen voller, dann wird die noch schneller. So, aber jetzt brauche ich auch mal eine Ruhe. In der Ruhephase mache ich die gerne noch mal ein bisschen langsamer. Dann nehme ich ein paar Noten raus, verändere den Rhythmus noch ein bisschen. So, dann wird die Melodie noch ein bisschen langsamer. Und wenn da wieder der Hauptteil kommt, dann kommt da wieder der volle Einsatz mit Drums und allem drum und dran. Da kicken die Übergänge viel geiler. Also meine Übergänge, also aus so einer Ruhephase raus, das kickt richtig geil, weil dann wird die Melodie wieder schneller, voller, mehr Volumen, mehr Beats, richtig, jeder wieder richtig vorwärts. Das kickt einfach geiler, als wenn die Musik jetzt einfach nur von Anfang bis Ende einfach so monoton so durchdudelt. So. Das habe ich auch schon viel so bei DSS gemerkt, ne? Die Musik hat jetzt keinen richtigen Anfang, kein Ende. Die fangen an zu singen, gecoverte Musik, ja, eigentlich alles
die Covered, Remixes, Copy aus China, alles kopiert aus China. Ja, ja. Nix original. Die Leute, Dieter, die Leute heutzutage wissen gar nicht mehr, was original überhaupt bedeutet. Heutzutage gibt es nur noch Remixes. Wenn du nicht einen Remix machst, bist du nicht mehr interessant. Da wartet erstmal ab, wenn der Space Surfer kommt. Der Techno Mega Producer. Alles original vom Space Surfer. So, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt muss ich die Melodie ein bisschen ummodeln, langsamer machen, ein bisschen ruhiger. Chillig. Chili, chili, boy. Chili, chili, boy. Chili, chili, space. Alles ganz gechillt. So. Jetzt nehmen wir mal einen dritten Abschnitt. Da muss jetzt wieder ein bisschen schneller werden als der erste Hauptteil. Thank you.
kann ich hier noch so die Anschlagslänge steuern, indem ich das hier so lang ziehe. Bringt auch einen geilen Effekt. Klingt cool. Ich fange an mit dem ersten Teil. Dann kommt eine Ruhephase. Der langsame Teil, dann kommt der schnelle. Ne, nochmal der langsame. Ja, ich mag da schon. Also, die drei Abschnitte reichen schon. Dadurch, dass ich dann später noch verschiedene andere Synthesizer-Klänge habe, da kommt sowieso dann noch eine ganz andere Akustik rein und sollen, kommt dann schon eine ganz andere Akustik noch rein. Ich habe ein bisschen gerade ein Akustikproblem durch diese Kopfhörer. Ich verstehe meine eigene Stimme immer ein bisschen schlecht. Deswegen verspreche ich mich ab und zu mal. Gut, Leute. Ja, wie sieht es zeitmäßig aus? Es war bestimmt bloß eine halbe Stunde. Ja, wir haben noch ein paar Minuten. Suche ich mal noch vielleicht so ein, zwei andere Sounds. Ein, zwei andere Synthi-Sounds. Mal jetzt einen fetten Bass-Sound. Klingt krasse, übelst. Der Sound, der hat übelst krassen Echo eingestellt, also hier ist übelster Echo-Effekt eingestellt. Delay, Echo. Kann ich euch mal kurz demonstrieren? Bringt auch einen geilen Effekt. Wenn ich jetzt noch den Hall-Effekt voll aufdrehen würde, das würde auch geil klingen, pass auf. Den nehmen wir nicht, den Sound, der hat zu wenig Druck. Der Bass-Sound, der hat keinen richtigen Druck. Mal sehen, wie das jetzt zusammenklingt. Der klingt fetter, dieser Black Bass. Ich habe jetzt beim Kompressor den Druck noch ein bisschen rausgenommen. Ja, die Lautstärke muss ich von den Sounds, ne, von den ganzen Synthi-Klängen, muss ich die Lautstärke noch ein bisschen anpassen. Also aufeinander abstimmen alles.
geil. So, jetzt nehme ich hier oben mal noch. Jetzt suche ich mal noch einen höheren Ton. So ein bisschen nach dem Sound von Serious Sound. Siehst du, Serious Sound hätte ich auch bei den 20 Songs mit reinnehmen können. Time to lay down to the Serious Sound. Der Song ist auch jetzt geil. Also hier oben kann ich die Oktave noch einstellen, da kann ich den Sound höher machen, ne? Hier könnte ich jetzt noch die Wellenform verändern. Klingt doch geil, oder? Richtig geiler Spacer-Versound, Leute. Alles original ist das. Gut, Leute, bis hierhin. Würde sagen, reicht das mal für heute. Ist schon spät. Mach ich dann morgen früh weiter. Geht's dann richtig fit weiter. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr bleibt dabei.